Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Und wir machen uns wieder an etwas Neues aus dem Update. Und erstmal machen wir mal wieder ein paar Pet-Aufgaben. Wir schicken mal wieder ein paar unserer fleißigen Tiere los. So. Hep und Hep. Ja, machen wir so. Und noch das letzte hier. Und gucken wir mal, dass wir da möglichst gut abschneiden. Der Blick von unserem Hasen, ey, super. Steht hier oben noch welche. Oh nein, das waren sogar kurze Missionen. Nein. Ah, verdammt, egal. Dann machen wir das so. Und dann gucken wir. Ja, Gott, schicken wir Panti mit dazu. Der erhöht ja selber schon die Chance recht hoch. Boah, eigentlich würde ich das jetzt nicht losschicken. Aber ist nur eine 5-Minuten-Version. Ja, komm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und wir gehen jetzt in ein neues Ding vom Update. Wir haben noch Meadowcraft Detective offen, was momentan somit das größte Ding ist. Wir haben Dragon Eggs noch als Team Game und wir haben hier auch noch ein Jumping Puzzle offen und das machen wir jetzt als nächstes Mal eben. Wir gehen in die von Foxy Venture selber kreierte Jump World und gucken uns die mal zusammen an, was Foxy da gemacht hat. Und ich bin gespannt. Wir müssen also auf den, wir müssen hoch ins Gebirge, um den Pegasus zu füttern. Und das ist ein hartes Jump-Puzzle. Oh mein Gott, ey. Ich sehe mich schon Stunden später immer noch dran rum. Oh je, Mini. Es geht los. Uff, oh mein Gott. Hey, das Model sieht voll cool aus. Das ist doch ganz nice. Hallo, Ruby Fury. Hallo. Wir müssen den Pegasus füttern. Okay, sie müssen nach oben. Alles klar. Okay, wir machen also den eigens kreierten. Oh mein Gottes Willen. Das ist jetzt schon das erste Hindernis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist zu verzweifeln. Oh mein Hilfe. Das ist ein normales, das, was Foxy selber gemacht hat. Jumping Puzzle. Was ist das denn hier? Hilfe. Oh, hallo. Guten Tag, Misty. Hier ist ein Punkt. Bekomme ich hier für Punkte, Misty? Ist ein Kristall. Nein, bekomme ich nicht, Misty. Oh mein Gott, ich sterbe. Ja, nee, ist klar. Cool, dass wir den Pegasus füttern sollen. Wie wäre es, wenn wir einfach unseren eigenen Pegasus hätten nehmen dürfen? Alter Verwalter. Oh mein Gott. Das ist doch nicht deren Ernst. Ey, Foxy will uns doch leiden sehen. Oh mein Gott. Ach nee, ist klar. Was ist das denn für ein Sprung? Wollt ihr mich verarschen? Nein, ich hasse euch. Warum? Wieso? Oh Mann. Und jetzt sind wir am Arsch der Welt wieder unten. Ihr wollt mich doch trollen. Was ist das denn hier für ein Kristall? Der ist doch doof. Ich hasse diesen Kristall jetzt schon. Oh mein Gott, ey. Da vorne ist ein Eingang. Ja, diese Jump World. Ich weiß nicht. Die drei. Hier ist gar nichts drin. Die haben mich jetzt hier. Oh, schaut es euch an. Alter, krass.
Moment. Lass mich da hoch. Ich dachte vielleicht. Oh, das ist doch nicht wahr. Ey, guck dich mal, wie weit dieses What the verdammte. Ich dreh durch. Das ist deren Ernst? Das ist 10 Kilometer purer Springterror. Das könnt ihr doch nicht von uns erwarten. Das könnt. Mensch, lasst mich da nach oben, ja. Euren Entwickler. Das. Ich hasse euch. Ich muss das ernsthaft alles normal machen. Und ich bin doch erst am Anfang. Und ich habe jetzt schon Motivation des Todes verloren. Das hat Foxy selber gebaut. Die sind doch super sadistisch. Wir dürfen wirklich von vorne anfangen. Alter. Oh Gott. Ich dreh durch. Oh mein Gott. Wir sollten uns springen auf eine Taste legen. Nochmal. Um da eine bessere Chance zu haben. Also der Anfang geht ja noch. Ah, oh, scheiße! Okay. Jetzt machen wir den Run. Jetzt laufen wir da komplett durch. Total easy. Das ist doch mentale Folter, dieses Jumping Puzzle. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es geschafft habt. Damit ich euch verachten kann. Das ist doch nicht wahr. Alter, ich pack's nicht mehr. Ich hab den ersten Sprung nicht. Das ist doch nicht wahr. Der erste Sprung ist schon so ein richtig gemeiner Eckensprung. Der erste Sprung. Die fangen da nicht leicht an. Nee, die machen keine Checkpoints. Nee, die lassen uns hier einfach... Oh, ja geil. Voll die Abkürzung, würde ich sagen. Bringt mir nur gar nichts. Misty. Mach doch mal hier einen Safe Point, olle Misty. Oh. Ja, hi Misty. Ich bin Ruby Fury. Sie teleportiert mich hier wirklich zurück. Die Misty. Oh mein Gott. Danke, Misty. Das ist voll nett von dir. Damit ist das ja tatsächlich machbar. Mami, Moma, Misty ist die Beste. Die olle Misty, ey. Die hat uns einfach mal den Kristall... Oh, Gottes Willen. Den Kristall aktiviert. So. Das hier ist jetzt... Wie soll man denn diesen Sprung schaffen? Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott, wir haben es gerade. Und zwar wirklich ganz knapplich geschafft. Also sorry, ey. Das ist doch kein normales Jumping-Puzzle mehr. Das ist doch... Ach, der Herr, der werte Herr da oben. Der aktiviert doch bestimmt diesen Kristall hier, Mister. Guardsman Joe. Hi, Guardsman Joe. Aktivieren Sie mir bitte den Kristall. Bitte, Guardsman Joe. Dankeschön, der Herr. Wo geht's denn jetzt lang, Mr. Guardsman Joe? Guardsman Joe, ich sehe den Weg nicht mehr. Ich glaube, danach da drüben müsste es gehen. Oh mein Gott, wer... Hat die sich gerade hier hochgeschmummelt? Ja, ich sehe da keinen Sprung. Oh Gott, das Film, das ist ein Loch. Ja, nee, macht's blub. Oh mein Gott, ja, okay. Wir haben ja jeweils immer den einen aktiviert, das heißt... Ha! Guardsman Joe zeigt uns den Weg. Okay, also nee, das ist ja tatsächlich irgendwie machbar. Oh Gott, irgendwie machbar.
Aber wie zum Töfte. Was hier rüber einfach direkt? Ne. Also wirklich. Foxy ist hier richtig garstig unterwegs bei dem Jumping Puzzle. Aber, ey, wir haben es schon einen ganz schönen Weg geschafft. Definitiv. Das ist doch viel zu weit. Das ist doch kein Sprung für Menschen, sondern eher für Vögel. Guck dich doch mal diese Entfernung an. Das ist doch nicht gemacht für Menschen. Okay, ich hab's geschafft. Ich hab nichts gesagt. Ja, das ist trotzdem unfassbare Sprungweite. Also da haben die schon wirklich getestet, was ist so das Maximum, was man springen kann. Und haben das dann halt genommen. Hä? Wollt... Ah. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Hä? Hilfe? Wie bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Entschuldigen Sie? Ist hier das Ziel? Wo bin ich? Bitte sagt mir doch, wo ich bin. Wollt ihr mir nicht so einen netten Kristall schenken? Ey, ganz im Ernst. Wetten, oben kommt dann so einer, der sagt, übrigens, hast du eigentlich das Pegasus-Futter mitgenommen? Oh, Hayley, dich mag ich. Du gibst mir den Kristall. Hayley. Bitte. Oh mein Gott. Es geht links oder rechts lang und wir wissen natürlich nicht, wo lang es geht. Ich glaube aber, von rechts kommen wir. Das heißt, wir gehen eher nach links. Und da ist irgendwie Ende. Oder müssen wir danach drüben? Ich weiß es doch. Da unten ist der Kristall. So, wir sind wieder bei Hayley. Also ich bin mir nicht sicher, wo wir lang sollen. Also das Jumping Puzzle ist monstermäßig hart. Also ich denke mal, dass wir... Genau, wir sehen gerade, da zeigt uns jemand, wo es lang geht. Aber ich sehe jetzt halt gerade nicht. Okay. Alter, dieses Jumping Puzzle. Aber ey, wir sind mega gut vorangekommen, glaube ich, einfach mal. Ich glaube, dass wir halt... Das ist nicht dein Ernst. Das ist da... Wo ist denn das noch eine Straße? Wo ist denn das hier bitte noch eine Straße? Grant! Das macht mich grantig hier, dieses Jumping Puzzle. Okay, wir haben es geschafft hier. Hilfe. Alter, das ist ja wohl... Das ist doch jetzt nicht mehr normal. Das kann doch nicht der normale Weg sein. Das kann doch nicht der normale Weg sein, den die hier immer gehen, wenn sie ihren Pegasus füttern wollen. Warum kann denn der Pegasus, der übrigens fliegen kann... Ist ja ein Pegasus, ne? Hallo, was macht denn bitte schon dieses Haustier hier? Hä? Das ist doch... Haben wir es geschafft? Sind wir jetzt der Weltmeister des Universums? Hä?
Ach nee, ist klar. Als ob das nicht schon stressig genug wäre, bewegen wir uns jetzt auf fliegenden Plattformen in der Luft. Alter, das ist doch nicht mehr feierlich. Hat das überhaupt irgendein Ende oder ist das pure mentale Folter? Oh Gott. Es geht. Ist da drüben das Ziel? Ist da drüben tatsächlich das Ziel? Ich sehe gar nichts. Ihr. Ah, doch, da. Hä? Dieser Aufzug ist super gefährlich. Da ist ja nichts abgesichert, gar nichts. Das ist jetzt der Glaubenssprung. Das ist der Sprung des puren Glaubens. Wenn man dem Sprung nicht vertraut, dann... Oh mein Gottes Willen. Ey, ganz im Ernst, ich habe das doch tausendmal gesagt, Gottes Willen, in diesem... Wir sind oben. Da drüben ist eine Ziege. Dieser Sprung ist nicht machbar. Das ist... Ach, jetzt... Nee, jetzt werden wir unten. Nee. Also, ey, ganz im Ernst, dieses Jumping Puzzle ist richtig hardcore. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es geschafft habt. Wie fandet ihr das Jumping Puzzle, ey? Uff, ich geh kaputt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah, we keep on dancing.